Willkommen zurück zum LEGO Star Wars Adventskalender 2014. Letztes Mal öffnete ich Türchen 1, indem ich einen gepanzerten Angriffspanzer fand. Diesen befand ich für gut. Dieses Mal werden wir uns Türchen 2 widmen. Schauen wir mal, ob uns das ebenfalls so überzeugen kann. Türchen 2 ist geöffnet und ein Blick auf den Plastikbeutel offenbart sehr schnell, um was es sich hierbei handelt, nämlich um eine Minifigur. Die würde ich vermutlich auch ohne Anweisung zusammenbauen können, trotzdem werfen wir einen kurzen Blick auf die Anweisung, um dann natürlich den Beutel aufzureißen und das Modell zusammenzubauen. Als Ergebnis erhalten wir einen Superkampfdruiden der Separatistenarmee, den zeige ich euch gleich mal hier in Battlefront 2. Die Szene ist natürlich aus dem dazugehörigen Let's Play. So viel Eigenwerbung muss sein. So, genügend Battlefront 2 gesehen, schauen wir uns doch mal die Figur selbst nochmal ein bisschen an. Dabei kommt es gleich zu meinem ersten Kritikpunkt, das ist ein Adventskalender und da erwarte ich auch ein bisschen was Adventsliches. Das heißt, vielleicht irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat oder zumindest irgendein Modell, was es sonst so nicht gibt. Weil diesen Superkampfdruiden, der ist einfach nichts Besonderes, den gibt es in 10 anderen Modellen bestimmt auch. Und genau das ist auch der Punkt, das finde ich ein bisschen schade, dass einfach eine ganz normale Minifigur in dieses Türchen Nummer 2 gepackt wurde. Das Aussehen des Superkampfdruiden finde ich persönlich klasse, der sieht einfach richtig gut aus, auch farblich. 3 Kritikpunkte sind mir dann aber doch noch aufgefallen. Und zwar haben diese Superkampfdruiden normalerweise vorne noch so ein rotes Lämpchen, das fehlt bei ihm. Und Punkt Nummer 2 ist, dass der Rücken von diesem Modell sehr offen ist. Ich vermute, dass das fertigungstechnische Gründe hat, trotzdem sieht es halt nicht ganz so toll aus, weil der Rücken normalerweise geschlossen ist. Nicht so gut gefällt mir, dass er nicht so gut steht, das heißt, er kippt leicht nach hinten um, wenn man ihn auf glatte Oberflächen stellt. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er normalerweise auf Noppenoberflächen, also auf Legosteinoberflächen stehen sollte. Zu den Funktionen kann man sagen, dass er seinen Oberkörper an den Hüften nach vorne und nach hinten biegen kann und man kann seine Arme an den Schultern nach oben und nach unten bewegen. Insgesamt bin ich aber auch mit Türchen 2 zufrieden, denn ich habe noch keinen Superkampfdruiden und werde diesen auf jeden Fall fröhlichst in meine Sammlung aufnehmen. Fröhlich weiter zum nächsten Türchen kommt ihr, wenn ihr auf das Türchen im Video klickt. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, vergesst nicht mich zu abonnieren, ein Daumen nach oben freut mich ebenfalls und möge die Macht mit euch sein.